unser erstes Beispiel. Vor Wochen gab es ja die ersten Lebkuchen beim Aldi. Das heißt, es geht langsam wieder los, dass wir in die Zeit kommen, wo man sich Fett fressen darf. Wobei mein Chef ja immer sagt, Malte, fett wirst du nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Machen wir heute ein weihnachtliches Beispiel. Ich habe heute Morgen zufällig im Radio diesen Song Rudolph the Red-Nosed Reindeer gehört, und zwar in der Version von Dean Martin. Und den kriege ich seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Und da dachte ich mir, das Beispiel von heute machen wir genau über Herrn Klaus, Santa. Und Rudolph ist das erste Rentier, das kam aber erst später dazu. Und die anderen Rentiere von Santa Claus. Und weil es die nicht gibt, brauchen wir ja jedes Jahr wieder Schauspieler. So in allen möglichen Fußgängerzonen, in den Cola-Werbespots. Ja. Wenn man das so sieht, das sind gar keine echten Rentiere, das sind alles Schauspieler in so Kostümen, die das spielen. Und wir stellen uns mal vor, wir haben Daten erhoben. Und zwar hat, sagen wir mal, Coca-Cola hat also eine Ausschreibung für den neuen Werbespot gemacht und man sucht Schauspieler, die erstens den Santa Claus und zweitens alle Rentiere verkörpern sollen. Jetzt können sich die Schauspieler bewerben und zwar nur für eine dieser ausgeschriebenen Rollen, das heißt entweder für die Rentiere oder für den Santa Claus. Und zusätzlich merkt sich die Personalpsychologin von Coca-Cola natürlich auch noch, ob der oder die Bewerberin männlich oder weiblich war. Um damit rechnen zu können, machen wir zuallererst was mit diesen beiden Merkmalen? Wir wandeln das in Zahlen um. Das heißt, wir bilden eine Variable. Das ist immer unser Schritt 1. Wenn wir so irgendwelche Merkmale reinbekommen und damit rechnen sollen, bilden wir eine Variable. Bei der Nominalskala ist das noch so ein bisschen überflüssig, aber bei den Skalen, die wir später bekommen, ist das überhaupt nicht mehr überflüssig. Da müssen wir das machen. Also männlich-weiblich nehmen wir 0 und 1. Ja, man könnte das auch ganz anders machen. Die Zahlen sagen nichts aus. Das Erste, was wir jetzt machen müssten, um uns diese Excel-Tabelle hier so ein bisschen übersichtlicher zu gestalten, wir müssen erstmal wissen, welche Ausprägungen stehen denn da überhaupt drin in dieser Datentabelle. Ja, das sind insgesamt, wollen wir mal schauen, wie viele Leute sich da beworben haben bei Coca-Cola, das sind insgesamt 199 Personen. Das heißt, da stehen jetzt 199 Werte drin. Und wir sehen schon, teilweise sind diese Werte natürlich identisch, ja, weil sich natürlich mehrere Personen auf dieselbe Rolle bewerben können. So, wie kriegen wir jetzt raus, welche Werte da überhaupt drin stehen in dieser Spalte? Wir nehmen uns hier unsere Datenreihe, markieren die und jetzt können wir das Ganze kopieren. Und wir sollten das deshalb kopieren, weil wir uns unsere Daten ja nicht kaputt machen wollen. Wir nehmen also Steuerung C und sagen kopieren. Jetzt gehen wir mal hier rüber. In den wenigsten Fällen, wenn wir Daten kopieren wollen, da jetzt tatsächlich diese Werte auftauchen sollen, wollen wir das Kopieren so machen, wie wir das hier tun. Ihr habt Kopierweisen kennengelernt, die gut funktionieren, wenn man zum Beispiel irgendwo eine Formel eingegeben hat und man will diese Formel in viele weitere Zellen auch nochmal reinschreiben. Dann kann man schön kopieren. Das ist eine gute Idee. Wenn wir aber die Daten hier kopieren wollen, dann ist das keine so gute Idee, weil wir gar nicht so genau wissen, was steht da eigentlich drin. Oftmals sind in meinen Daten schon Formeln drin, ja, mit denen diese Daten berechnet werden, vielleicht schon aus anderen Daten, die vorher mal gegeben sind. Wenn man dann einfach anfängt zu kopieren, hat man ein Problem. Es gibt totales Durcheinander, weil ja auch die Zellbezüge mitwandern. Deshalb, wenn es ums Kopieren von Daten geht, wollen wir in aller Regel wirklich nur diese Datenwerte kopieren und nicht das Ganze, was da drin steht. Und das geht folgendermaßen. Man klickt jetzt hier auf Einfügen und dann auf dieses 1, 2, 3 beim Werte einfügen. Ja? Das fügt jetzt an dieser Stelle, man kann schon hier sehen, da passiert was. Ja? Das heißt, Excel zeigt uns schon mal eine Vorschau dessen an, was da gleich stattfinden wird. Und jetzt werden wirklich nur diese Werte dort reinkopiert. Das ist wie, als wenn wir hergehen würden und wirklich mit der Tastatur von links nach rechts diese Werte übertragen würden. Das ist die sicherste Möglichkeit, in Excel was zu kopieren, ohne dass irgendetwas mit Zellbezügen passiert. Ja? Jetzt haben wir in dieser Spalte dort die Werte eingefügt. Damit haben wir noch nicht so allzu viel gewonnen. Aber Excel bietet uns jetzt eine wunderbare Möglichkeit an, diese ganz vielen Daten so zu reduzieren, dass die eindeutigen Werte überbleiben. Dazu müssen wir die Daten, die wir jetzt gerade kopiert haben, wieder markieren. Das ist noch der Fall. Wenn nicht, würden wir es einfach genauso machen, wie wir es gerade gemacht haben. Erste Zelle markieren, dann Umschalt, also Shift, Steuerung, Pfeil nach unten, dann haben wir es schon. Und jetzt gehen wir hier oben in diese Registerkarte Daten. Und wenn ich da mal draufklicke,
dann kann man jetzt schon mal suchen und man kommt vielleicht sogar unmittelbar auf den richtigen Menüpunkt. Hier gibt es nämlich diesen Menüpunkt Duplikate entfernen. Und genau das wollen wir ja. Wir wollen einfach aus dieser Zelle alle Duplikate rausschmeißen. Das heißt, die eindeutigen Werte wollen wir drin behalten. Klicken wir also einmal drauf. Dann fragt uns Excel leider, wie bei vielen anderen Dialogen auch, zum Beispiel beim Sortieren, das werden wir später nochmal machen, fragt er uns, ob wir uns nicht vielleicht vertan haben mit dem markierten Bereich. Ja? Und leider klickt Excel auch immer automatisch hier oben Markierung erweitern an, obwohl man sich in aller Regel nicht vertan hat mit dem, was man da vorher gemacht hat. Das heißt, in diesem Dialog, den kann man komplett ignorieren, sondern man klickt einfach nur diese zweite Geschichte an, mit bestehender Markierung fortfahren und dann sagt man Duplikate entfernen. Das müssen wir leider so machen. Es gibt keine andere Möglichkeit, weil Excel da nicht ganz so schön reagiert, wie wir das eigentlich haben wollen. Jetzt gibt es noch einen Dialog und das ist der eigentliche, den wir haben wollen. Wunderbar. Ja, das gerade war nur ein Warnhinweis, den Excel am besten nicht anzeigen sollte, macht es aber immer. Und hier können wir einfach nur auf OK drücken. So. Das heißt, eigentlich müssen wir gar nichts machen, ja, sondern zweimal OK drücken und beim ersten Dialog darauf achten, dass wir diesen Punkt mit bestehender Markierung fortfahren, angeklickt lassen, wenn er schon angeklickt war, oder dass wir ihn selbst anklicken. Okay. Klick. Und oh Wunder, er sagt uns, 189 doppelte Werte wurden entfernt, 10 eindeutige Werte bleiben erhalten. Was für ein Zufall, dass ich da genau 10 Stellen gelassen hatte. Oder? Okay, jetzt wissen wir, das hier sind unsere Ausprägungen des Merkmals. Wir wissen, mehr als diese 10 Werte stehen in dieser Spalte dort links, Charakter nicht drin. Das ist eine ganz wichtige Information. Ja? Niemand hat sich hier irgendwo verschrieben. Ja, also Rudolf ist immer mit PH am Ende geschrieben, nie mit F und so weiter. Das heißt, so haben wir die Daten schon mal erstmal angeschaut und wissen, welche Datenwerte stehen da überhaupt drin und ist das plausibel, was da drin steht. Dasselbe machen wir jetzt für männlich-weiblich. Ja, da müsste man das eigentlich nicht machen, aber wir können es mal tun. Also, ich markiere wieder diese gesamte Spalte. Gehen wir wieder nach oben, schreiben das hier rein, ja, für unsere Bewerber, für das Bewerbergeschlecht. Sagen wieder hier unter Start einfügen und die Werte. Zack. Jetzt haben wir da wieder die ganze Spalte drin stehen. Die ist jetzt schon markiert. Wunderbar. Wir können genauso weitermachen. Hier zu Daten und Duplikate entfernen. Jetzt wird er uns wieder fragen, ob wir uns nicht vertan haben. Nein, haben wir nicht. Also müssen wir wieder unseren zweiten Punkt anklicken. Und dann sagen wir, alles klar, wir können weitermachen, Duplikate entfernen und wir sagen, okay. Und jetzt sagt er uns, 3 eindeutige Werte bleiben erhalten. Und da sieht man schon, da hat sich jemand verschrieben. Ja? So sinnvoll ist es, sich die Daten vorher mal anzuschauen. Das kommt natürlich gerade bei solchen Texteingaben immer wieder vor. In Fragebögen, in ganz vielen Instrumenten muss Text eingegeben werden, zum Beispiel ein Monatsname oder irgendwie sowas. Und wenn man sich da verschreibt, damit geht der Computer jetzt davon aus, dass das 3 verschiedene Ausprägungen sind. Wir müssen also unsere Datenreihe jetzt mal ganz kurz durchsuchen, wo denn dieser Fehler drin steht. Und dann hoffen wir, dass wir das Ganze bereinigen können. Suchen würde ich niemals von Hand machen, ja, weil das sehr mühselig ist, sondern ich würde Folgendes machen. Ich würde erstmal dieses Wiebliche löschen, da wissen wir ja, das ist überflüssig, das wollen wir da wegmachen. Und jetzt steht irgendwo in dieser Spalte hier mindestens einmal der Begriff Wieblich drin und das suchen wir jetzt, indem wir STRG F für Find. Wir suchen nach Wieblich. Das Ganze gibt es, glaube ich, auch hier unter Start. Dort kann man irgendwo kann man dort suchen und auswählen. Da gibt es den Menüpunkt. Ja, also es ginge auch. Also statt sich STRG F, diese Tastenkombination zu merken, kann man das auch über diesen Button machen. Muss man nicht unbedingt. Ich würde das immer über STRG F machen, weil STRG F, das funktioniert auch in Word und in ganz vielen anderen Programmen. STRG F ist immer Find und damit sucht man. Okay, wir suchen also nach Wieblich und finden da schon unseren ersten Eintrag. Den korrigieren wir mal in weiblich
Und wir suchen einfach mal weiter. Jetzt sage ich hier weiter suchen und offensichtlich Excel kann keine weiteren übereinstimmenden Daten finden. Das heißt, es war ein Fehler. Solche Datenüberprüfungen sind enorm wichtig am Anfang einer Datenauswertung. Wenn ihr Daten bekommt, dann fängt man niemals an, mit diesen Daten sofort an rumzurechnen. Das ist Quark, ja? Weil sowas kommt immer wieder vor. Man schaut sich seine Daten zuerst mal an. Und diese Plausibilitätsprüfungen sind nur die Ausprägungen der Merkmale drin, die ich auch erwarte, ist total wichtig. Also merken, Duplikate entfernen, super wichtige Funktionen brauche ich sehr, sehr oft bei den Datenauswertungen, die wir im Labor so anstellen.